dann noch ein Ballon. Und noch ein Ballon. Okay. What the fuck, Alter? Servus Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal was Besonderes vorbereitet. Und zwar, wie ihr wisst, sind diese 2 gegen 2 Clankämpfe ab heute spielbar. Und ich dachte mir einfach mal, was ist, wenn man alleine auf 2 Accounts gegen 2 Leute spielt? Also sozusagen ein 1 gegen 2. Und ich habe gerade mal schon ein kurzes Spiel gemacht und ich muss sagen, das ist echt schwer. Also zwar gibt es keine Missverständnisse. Das heißt irgendwie, wenn er gegen das Skelett Army platziert, da haut man nicht mit einem Account kampfvoll zu einem anderen Pfeile oder so. Nein, das gibt's schon mal nicht, das ist gut. Aber 2 Accounts gleichzeitig zu verwalten, das ist in dem Sinne kompliziert, weil man muss die ganze Zeit zwischen den Fenstern hin und her springen. Und das ist mir die ganze Zeit vorhin passiert, dass ich irgendwie auf dem einen Account irgendwie Schweinereiter auswähle und dann versuche ich ihn im anderen Fenster zu platzieren und das geht ja gar nicht, das Spiel erkennt es gar nicht. Also das muss man schon in den Schädel reinbekommen. Wahrscheinlich mit etwas Übung geht es. Ich würde mal sagen, wir spielen mal heute irgendwie so 2 Spiele oder so. Ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Ihr könnt es auch selber spielen. Ich spiele das jetzt auf dem PC mit dem Emulator. Das geht ganz einfach. Ihr braucht nur 2 Accounts. Und zwar der Würfel, das ist der Anführer der Republik 3. Der war so nett, mir seinen Account mal auszuleihen für eine Stunde, dass ich dieses Video dann für euch machen kann. Erstmal Dankeschön dafür, Würfel. Ja, bin sehr dankbar. Und dann würde ich mal sagen, find mir einfach mal ein Spiel. So, ich muss jetzt nur hier suchen und hier ganz schnell annehmen im anderen Fenster. So. Gut, es hat geklappt. So, synchron, alles synchron. Starten gleichzeitig. Hier sehen wir die Karten vom jeweils anderen. So. Und ein kleiner Tipp, falls ihr es nicht wisst. Ihr könnt auf den Namen klicken, da seht ihr das andere Deck. So, ich habe leider keine Zeit für Emotes. Oder eins kann ich ja noch raushauen. Ist aber schwierig für beide Spieler hier Emotes zu spammen. Also so, wir bauen einen kleinen Push auf. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auf 2 Seiten gehen sollen. Ich mach mal hier noch einen Friedhof und einen Schweinereiter. Und hier das und hier ein schöner Feuerball. Alter, da muss man echt für 2 denken. Okay, den Inferno-Drache wieder. Vorhin hat schon jemand mit Inferno-Drachen gespielt. Anscheinend eine sehr beliebte Karte hier. Auf jeden Fall bei all den Riesen und so. Nein, ich platziere schon wieder im falschen Fenster. Also hier nochmal zappen. Das hat ganz schön geklappt. Puh. Okay, wir haben mehr Schaden rausbekommen. Nicht schlecht, das überrascht mich. Also beim ersten Spiel, wo ich das ausprobiert habe, ich ging komplett unter. Ich platzierte ständig Einheiten im falschen Fenster. Das hat gar nicht geklappt. Jetzt läuft es schon auf jeden Fall besser. So, okay, was machen wir hier? Wir starten mal wieder einen Riesenpush. Ja, diesmal auf der anderen Seite. Und einen Mini-Packer dahinter. Und da kommen wir einen Golem. Sollen wir 2 Riesen draufpacken? Ich meine, der hat Inferno-Drachen. Ist auf jeden Fall etwas schwieriger. So, und jetzt noch ein Friedhof. Und auf der Seite mache ich irgendwie überhaupt nichts. Deswegen sollte ich mal mich etwas beeilen. Hier noch Skelette, Kampfholz. Noch ein zweites Kampfholz vielleicht. Ein Feuerball. Okay. Zumindest sind die Golems jetzt mehr oder weniger tot. Okay, das war jetzt... Ich hoffe, ich wollte nur den Inferno drauf noch was. Schaffe ich den mit dem Tornado? Alles klar, hat noch irgendwie funktioniert. So. Was soll ich hier machen? Hier mit dem Account Scharfrichter spielen. Und mit dem Account spiele ich den Henker. Warte, der Turm geht down. Das ist echt nicht so einfach. So, zumindest sollten wir diesen Account dann down haben. Hier spielen wir mal den Schweinreiter und haben unseren Feuerball bereit. Den Feuerball setze ich mal auf der Seite. Hier mal ein Kampfholz, da mal ein Kampfholz. Oh mein Gott, das ist echt so kompliziert, die ganze Zeit die Fenster hin und her zu wechseln. Hier mal ein Lakai, nochmal ein Lakai als Unterstützung. Da setze ich mal das so ein. Okay, das, ich weiß. Kann einmal ein paar Spells drauf werfen. Ich weiß nicht, ob es genug ist. Nein, ich klicke wieder ins falsche Fenster. Alter. Alles klar. Es lief auf jeden Fall. Lief auf jeden Fall besser als im letzten Spiel. Ich konnte auf jeden Fall mehr Schaden machen. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Also ihr müsst auf jeden Fall selber ausprobieren. Ich mache mal gleich nochmal ein Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke mal, mit etwas Übung würde es auch etwas einfacher ablaufen.
Und dann ist passiert einfach viel zu häufig, dass ich in einem falschen Fenster versuche, die Einheiten zu setzen und es geht einfach nicht. Also, wir gehen aber einfach mal. Oder sollen wir mal Deck wechseln? Ich weiß gar nicht, was noch so gut wäre. Ich würde am liebsten so große Push-Decks haben, wo man einfach nicht zu viele Karten setzen muss, weil es einfach einfacher ist. Einfach ist. Also, wieso kriege ich hier auch WLAN-Probleme? Zumindest wird hier angezeigt. Auf dem Account nicht. Das ist sehr komisch. So, was machen wir hier? Was machen wir hier? Mal schauen, was der Würfel für Decks hat. Ein Lava-Hund-Deck. Ein Lava-Hund-Deck. Ich tue mal hier an dieser Stelle cutten und tue mich mal hier den Emulator neu starten auf der Seite. Ich will ja nicht, dass ich da irgendwie so WLAN-Problem kriege. Also wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, da sind wir wieder in alter Frische. Und jetzt würde ich mal sagen, können wir auch loslegen. Also auf dem Account vom Würfel spielen wir dann mit dem Lava-Hund-Deck. Und wir als Unterstützung nehme ich mal einfach dieses Deck mit der Banditen und zwei Ballons wären eigentlich schon heftig für. Ja, eigentlich schon, oder? Vielleicht sogar, wenn man noch einen Spiegel dabei hat. Das ist natürlich für den Gegner schön. Der kann da einfach einen Spell reinhauen. Aber ich würde mal sagen, wir versuchen es einfach so. Irgendwie drei Ballons hinter einem Lava-Hund. Das wäre schon krass. Das wäre krass. Alles klar, dann gehen wir gleich mal ins Match. Also, auf dem suchen wir. Auf dem nehmen wir an. So, hat alles geklappt. Niemand ist uns zuvor gekommen. Okay. Nice, wir haben gleich mal den Lava-Hund auf der einen Seite, auf der Hand. Hier müssen wir noch ein bisschen durchcyclen. Ich würde mal sagen, ich platziere hier einen Grabstein. Und hier die Banditen. Also, jetzt haben wir hier auch gleich einen Ballon. Und wir könnten jetzt bereits schon einen Push starten. So, hier dann noch den Ballon dahinter. Alles klar. Dann noch ein Ballon. Und noch ein Ballon. Okay. What the fuck, Alter? Okay, ein Ballon geht down, aber noch ein Ballon geht down. Einer kommt an den Turm. Nein, sein Todesdamage kommt an den Turm. Was geht ab? Okay, alles klar. Das wird ein bisschen lustiger zu verteidigen. Okay, wir tun mal mit einem Account einfach Elektromagier platzieren und mit dem anderen den Ritter. Das funktioniert auch ganz gut. Jetzt tun wir mit dem Tunnelgräber tanken. Also brauchen wir hier Pfeile. Jo, brauchen wir. Ich schmeiß mal die Pfeile raus. Das hat ganz schön geklappt. Ganz gut geklappt, nicht schön. Okay, der Drache überlebt, aber kein Problem. Okay, das läuft schon mal sehr gut. Das läuft sehr gut. Wir tun mal hier Banditen auf. Okay. Alter, das überrascht mich gerade selber, wie gut das jetzt von der Hand abläuft. Also langsam bekomme ich den Dreh raus, die ganze Zeit zwischen den Accounts zu springen. Langsam bekomme ich den Dreh raus. Alles klar. Okay, hier Scharfrichter platzieren. Was können wir hier machen? Okay, hier die Banditen spiegeln und. Ah, okay. Lakaien hier auf der anderen Seite. So, Banditin überlebt, das ist sehr schön. Und. Okay, die ist gespiegelt. Ich habe mich gerade gefragt, wieso sie Level 2 ist. Alles klar. Okay, ich würde am liebsten gleich noch einen Push starten. Ballon schon mal hinten. Wir haben dann den Ritter hier. Okay. So, und wir laufen mit Elixier auf dem anderen Ding über. So, dann werfe ich mal hier ein. Zu spät. Hier pfeile ich hier noch einen Giftspell dahinter. So, sehr schön. Noch ein Elektromagier. Eine Banditin. Und. Oh mein Gott, der Ballon ist dran. Der Ballon ist dran. Heftig, alles klar. Hier meiner auf dem Account. Auf der Seite. Und hier ein Ballon. Und hier können wir jetzt noch einen Ballon spielen. Ja, das klappt ganz gut. So, dann hier. Ah, die Banditin kommt auch an den Turm. Zwei Ballons kommen jetzt an den Turm. Der kommt jetzt mit seinen Barbaren. Ich setze mal einen Grabstein als Verteidigung. Und auf dem anderen Account. Oh. Alter, wir haben zwei. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es hat geklappt. Drei Ballons und ein Lava-Hund. Alter, heftig. Das müsst ihr eigentlich ausprobieren. Das macht extrem Spaß. Das macht extrem Spaß. Oh mein Gott. Also wenn man da erstmal reinkommt, das ist heftig. Das ist heftig. Alles klar. Auf jeden Fall, wenn ihr selber probieren wollt, dann ladet euch einfach den Nox-Simulator runter und holt euch von einem Freund oder so einen Account. Und ich bedanke mich nochmal beim Würfel, dass er mir seinen Account kurz geliehen hat. Und ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß bei den 2 gegen 2 Kämpfen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder auch im Stream. Haut rein, Leute.